Menschen wohnen gemeinsam, arbeiten gemeinsam, sie leben auf einem eng begrenzten Raum. Daraus ergibt sich notwendigerweise ein Sicherheitsbedürfnis. Sicherheit besteht nur dort, wo Ordnung herrscht. Doch die Ordnung kommt nicht von allein, sie muss geschaffen werden von den Menschen. Der Abschnittsbevollmächtigte der Deutschen Volkspolizei nimmt durch seine Tätigkeit Einfluss auf Ordnung und Sicherheit. Als Offizier löst er seine Aufgaben im territorial begrenzten Abschnitt. Wiedersehen. Sehr schön, wiedersehen. Als ABV muss ich für alle Probleme und Anliegen der Bürger ein offenes Ohr haben. Das ist die Voraussetzung für die Arbeit des ABV. So vielfältig sich eine Stadt dem aufmerksamen Betrachter zeigt, so vielfältig sind die Aufgaben eines Abschnittsbevollmächtigten als unmittelbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Deutschen Volkspolizei. Gespräch mit einer Kaufhallenleiterin. Gesichert ist, also kein Einbruch stattfinden kann, von der äußeren Sicherheit her gesehen. Wie ist das mit diesem? Na, das ist dann hier das gesamte Leergut von den Vorlieferanten. Das brauchen wir, um dann hier das Leergut von den Kunden wieder in Empfang zu nehmen, dass damit keine Schäden entstehen. Das Holzlager haben wir verhältnismäßig gut im Griff. Nehmen wir als Beispiel diese Baustelle. Der Bauleiter ist für sein Territorium, das abgesteckt ist, verantwortlich. Welche Probleme ergeben sich für den ABV? Hier, wie auch bei anderen Situationen, ist es wichtig, vorausschauend zu arbeiten. Der ABV muss wissen, wann, wo welches Bauvorhaben geplant ist. Er muss das Baugeschehen kennen und mit dem Bauleiter rechtzeitig über erforderliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit beraten. Ja, richtig, richtig. Dafür haben wir denn diese Stahlcontainer. Die Stahlcontainer sind abgeschlossen, die werden jeden Abend kontrolliert. Zum Wochenende werden die aufkontrolliert. Wir betreiben da einen Schlüsseldienst. Also ich würde sagen, die Sache ist hier verhältnismäßig sicher. Wird immer unter Verschluss gehalten. Voll, ne? Voll. Szenenwechsel, Ereignisort, Aufklärung einer Straftat. Der ABV ist auch der unmittelbare Partner der Kriminalpolizei. Das ist einleuchtend, weil er ja in der Lage ist, aufgrund der Kenntnisse über ein Territorium spezifische Aussagen zu treffen. Für alle weiteren Ermittlungsaufgaben ist es von besonderer Bedeutung, dass der ABV zuerst am Ereignisort ist. Er leitet auch die ersten Ermittlungen ein, leistet hier Vorarbeit für den Kriminalisten. An dieser Stelle sei vermerkt, dass der Abschnittsbevollmächtigte ausreichende Kenntnisse von verschiedenen Dienstzweigen der Volkspolizei haben muss. Kenntnisse der Kriminalpolizei, der Verkehrspolizei sowie des Pass- und Meldewesens. Er muss von allem so viel wissen, dass er sinnvoll Maßnahmen einleiten kann, bis die Spezialisten die Arbeit übernehmen. Der Tätigkeitsbereich des ABV kann mehrere Wohnbezirke umfassen. Und da ist es unmöglich, bei allem guten Willen jeden Bürger zu kennen. Auch kann er kaum alle Probleme allein lösen. Er braucht gesellschaftliche Partner und er braucht auch die Mithilfe der Bürger. Hier findet zum Beispiel eine Beratung mit dem Aktiv Ordnung und Sicherheit des WBA statt. Solch ein Aktiv, deren Mitglieder für Ordnung im Wohnbereich sorgen und für den ABV eine große Hilfe sind, entsteht nicht von allein. Hier muss er anleiten und unterstützen. Der ABV arbeitet eng mit anderen Kräften der VP zusammen. Beobachtungen des Streifenwachtmeisters zum Beispiel können für den Abschnittsbevollmächtigten wertvolle Hilfe bei der Lösung seiner Aufgaben sein. Ein ständiger Informationsaustausch muss stattfinden. Schließlich ist der ABV in 24 Stunden, nicht 24 Stunden auf Achse. Ich habe mir in Vorbereitung auf die heutige Schulung. Diejenigen, die uneigennützig viel Kraft und Zeit bei der Unterstützung des Abschnittsbevollmächtigten einbringen, sind seine freiwilligen Helfer. Bei guter Anleitung und sinnvollem Einsatz sind sie eine wertvolle Hilfe. Zum Beispiel bei der Hausbuchkontrolle. Hier geht es um die ordnungsgemäße Eintragung beim Wohnungswechsel.
Und bitte achten Sie immer darauf bei den Eintragungen, die Sie im Hausbuch vornehmen, dass die Bürger zuerst in der Meldestelle vorsprechen, sich dort anmelden, dass die Eintragung im Hausbuch, im Ausweis erst drinsteht und dann im Hausbuch eingetragen. Befinden sich Produktionsbetriebe in dem Territorium, für das der ABV verantwortlich ist, führt er dort regelmäßig Sicherheitskontrollen durch und unterstützt die Leiter dieser Betriebe bei der Durchsetzung von Schutz- und Sicherungsmaßnahmen. So interessieren den ABV unter anderem die Ordnung über das Betreten bzw. Befahren und Verlassen des Betriebes und die Kenntnisse der zivilen Bewachungskräfte über die Sofortmaßnahmen, die sie im Falle einer Havarie oder eines Brandes unverzüglich einzuleiten haben. Daraus ist ersichtlich, dass heute alle Schlüssel ausgegeben sind, ordnungsgemäß notiert, Unterschriften liegen vor, Rückgabe wird dann eingetragen, wenn die Schlüssel übergegeben werden. Dankeschön. Als nächstes ist der neue Havarieplan für die neue Gießanlage. In diesem Fall ist, dass die Alarmglocke ertönt und wir dann hier danach handeln, wie es im Havarieplan steht. Auch hier im Dorf finden wir den ABV bei vielseitiger Tätigkeit. Bei der Streife, in der Gemeindevertretersitzung, Ratssitzung und bei persönlichen Gesprächen. Bei der geringen Einwohnerzahl in einer Gemeinde kennt der ABV natürlich die überwiegende Zahl der Bürger persönlich. Wir wissen noch nicht, an wen das, oder wer das getan hat. Fahrbahn verschmutzen durch Landwirtschaftsfahrzeuge. Sichern Sie verschmutzten Ort bis Reinigung durch Kräfte der Landwirtschaft erfolgt ist. Die Verschmutzung der Straße stellt eine erhebliche Unfallgefahr für die Verkehrsteilnehmer dar und muss zügig beseitigt werden. Der ABV kontrolliert die eingeleiteten Maßnahmen und warnt herannahende Verkehrsteilnehmer. Wann habt ihr das letzte Mal eure Seuchenmatte überprüft? Die Seuchenmatte müssen wir grundsätzlich jedes Wochenende sauber machen. Kontakt besteht auch speziell zu den Genossenschaftsbauern. In enger Zusammenarbeit mit den LPG-Vorsitzenden hilft er mit, Ordnung und Sicherheit in den Landwirtschaftsbetrieben zu gewährleisten. Das gegenseitige Vertrauen und die Achtung seiner Persönlichkeit sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit des ABV. Über die Versorgung mit Desinfektionsmitteln sind wir eigentlich jetzt, klappt restlos, klappt sehr gut. Nachdem wir typische Tätigkeiten aus der Arbeit des Abschnittsbevollmächtigten gezeigt haben, nun noch einige Informationen über den Ausbildungsweg zum Abschnittsbevollmächtigten der Deutschen Volkspolizei. Abschluss der 10. Klasse, eine abgeschlossene Berufsausbildung und der geleistete Wehrdienst sind die Voraussetzungen. Jeder Volkspolizist erhält eine Grundausbildung an der VP-Schule. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung und einer mehrmonatigen Tätigkeit in einem Lehrrevier erfolgt der Einsatz als Schutzpolizist. Eine mehrjährige Tätigkeit als Schutzpolizist berechtigt zur Aufnahme des Fachschulstudiums. Die Ausbildung ist sehr umfassend. Einige Fächer wollen wir nennen: Marxismus-Leninismus, sozialistisches Recht, Kriminalistik, Psychologie, Einsatzausbildung, Polizeitaktik, Körperertüchtigung. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums werden die Absolventen zum Leutnant der VP ernannt, als ABV bestätigt und sind berechtigt, die Berufsbezeichnung Staatswissenschaftler zu tragen. Bei langjähriger erfolgreicher Tätigkeit kann die Beförderung bis zum Hauptmann der VP erfolgen. Genossen, zur Auswertung. Ein Abschnittsbevollmächtigter kann seine Arbeit verständlicherweise nicht dem Zufall überlassen. Vorausschauend arbeiten heißt doch, heute schon Maßnahmen einleiten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden. Also nach einem Plan arbeiten, einem Wochenarbeitsplan, den er nach der Aufgabenstellung seines Leiters erarbeitet hat.
In diesem Arbeitsplan werden die Schwerpunkte, die für diesen Zeitraum anfallen, berücksichtigt. Worte eines ABV. Er sagte uns, ich muss zu diesem Beruf viel Herz, viel Liebe und viel Geduld haben. Diese von mir ausgeübte Tätigkeit ist äußerst interessant und vielseitig. Ich betrachte sie als meinen Lebensberuf.